Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich mir dir ein Full-Face, Two-Faced Christmas Make-up schminken. So der Plan. Und ja, es wird einige von euch wahrscheinlich am Anfang triggern, aber sobald ich eine Foundation drauf habe, ist es weg. Schabe deinen Knutschfleck. Ja. Ich bin 30 Jahre alt und mein Freund hat mir zum 4. Advent einen Knutschfleck gemacht. Ist er nicht wundervoll? Naja, wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu schauen, wie sich so mein Gesicht entwickelt, wenn ich da Make-up drauf packe, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. In diesem Video wird es auch eine kleine Verlosung geben. Ja, und ich würde einfach mal sagen, wir starten. Ja, ne, guckt ihn euch gerne nochmal an. Es wird garantiert noch drüber gesprochen hier in den Kommentaren. Ich kenne euch doch. Ich habe es auch direkt auf Instagram geteilt. Ich heiße da Aidwalk P, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Ja, manchmal kommt sowas halt vor. So, ich fange erstmal an und habe hier Primer stehen. Das sind hier zwei verschiedene Proben. Und dann habe ich hier noch einmal dieses Hangover 3 in 1 Replenishing Primer and Setting Spray and Refresh. Und hast du nicht gesehen, das nehme ich aber tatsächlich als Setting Spray nachher. Dann habe ich hier, hoch, nicht umfallen hier, Replenishing Face Primer. Also der passt da quasi zu. Das ist quasi mit Kokosnusswasser und das ist silikonfrei. Das soll wahrscheinlich einfach nur... ja, Feuchtigkeit spendend sein, dieses Produkt. Und dann habe ich noch den Primed and Peachy Cooling Matte Skin Perfecting Primer Infused with Peach and Sweet Fig Milk. Okay, also mit Feigenmilch und Pfirsich. Genau. Ja, ja. Das ist Cooling, das ist eher was für den Sommer, ne? Dann nehme ich hier einfach mal den Replenishing Face Primer. Mache ihn mir auf meinen Finger. Ja, das ist schon ganz in Ordnung von der Textur her. Also sehr cremig. Hat aber so keinen Eigengeruch, ne? Hier steht zwar drauf mit Kokosnusswasser, Wasser. Dann verteile ich den erstmal im Gesicht. Ich liebe Too Faced. Muss ich das noch irgendwie... Nee, das muss ich gar nicht begründen. Ich finde Too Faced... Doch, ich tue es trotzdem. Ich finde Too Faced ist einfach eine schöne Marke. Ich finde, die haben so schöne Verpackungen. Die haben so tolle Produkte, die einfach auch qualitativ sehr, sehr toll sind und sehr ansprechend. Und deswegen möchte ich dieser Marke ein komplettes Video, ein komplettes Full Face widmen, weil es einfach von Herzen kommt von mir, ne? So, mein Hals wird auch tatsächlich immer mit geprimed, weil da packe ich ja auch immer noch Foundation mit drauf. Er hat gemacht, was er sollte. Er hat mein Gesicht mit Feuchtigkeit versorgt. Ich finde, meine Haut strahlt. Sie glänzt auch ein bisschen. Es fühlt sich aber einfach nur eingecremt an. Also da habe ich jetzt nicht irgendwie so ein Sticky-Feeling oder so. Ich weiß gar nicht, warum ich... Ach, wir haben eben den Tannenbaum geschmeckt. Deswegen habe ich hier Glitzer. Wahrscheinlich, weil ich mit einer Kugel geschmust habe oder so. Man weiß es nicht. Ja, fühlt sich alles ganz gut an. Und ich denke, dass die Foundation da auch entsprechend drauf haften wird. Wie immer habe ich hier natürlich einen Lappen liegen, falls irgendwas daneben geht. Oder halt jetzt, ich habe gerade meinen Beauty-Schwämmer... Oh Mann, mein Beauty-Schwämmchen angefeuchtet. Es tut mir leid, es ist relativ spät jetzt gerade, wo ich das Video drehe. Ne, genau. Das ist, ich weiß nicht, welcher schon das ist. Das ist einfach ein schwarzer Schwamm. Ich glaube, aus dem Amber-Schwämmchen-Set. Kann ich dir mal unten in der Infobox verlinken. Gehört jetzt aber gerade nicht zur Marke. So, dann habe ich hier als Foundation natürlich die Born This Way Foundation. Undefectable Medium to Full Coverage und Oil-Free ist diese Foundation. Ich habe mir jetzt die Farbe Vanilla geholt. Die habe ich mir jetzt bei Lookfantastic online bestellt. Mal gucken, ob das funktioniert. So, hast hier einen Pumpspender, was ich super finde. Ist auch gleichzeitig eine First Impression. Könnte funktionieren. Könnte tatsächlich funktionieren, ja. Ist sehr fest von der Konsistenz her, ne? Also das fließt jetzt nicht wirklich runter. Nicht wirklich, ne? Dann habe ich mir jetzt einen Pumper aufgegeben. Tupfe das erstmal so auf mein Gesicht. Bisschen gelbstichig ist sie, aber es ist halt Vanille, ne? Was habe ich erwartet? Und ich hoffe, dass sie... ja... die Eskapaden meines Freundes überdeckt. Okay, so. Da nehme ich hier den Rest vom Schützenfest von meiner Hand und tupfe das einfach jetzt alles mal auf meinem Gesicht ein. Na, bisschen dunkel, ne? Könnte auf jeden Fall heller sein, aber wenn ich nachher auch Puder und sowas drüber gebe, wird sich das ergeben. Lässt sich nicht so ultra gut verteilen jetzt gerade. Ich versuche das jetzt erstmal mit der Hand zu verteilen und das dann nachher mit dem Schwämmchen einzuarbeiten. Geht besser. Und es gibt eine kleine Würstchenbildung gerade auf meinen Fingern. Also mein Gesicht war vorher gewaschen. Ich habe tatsächlich nur den Primer drauf gemacht und dann die Foundation. Die scheinen sich nicht ganz so gut zu vertragen. Ich gebe mir jetzt noch einen zweiten Pump-Hub auf, weil diese Foundation auch irgendwie weder deckend ist, noch ist sie irgendwie
Ist noch nicht so ganz optimal gerade unterwegs hier bei mir. Bin ja eigentlich auch eher so ein Fan von leichter Deckkraft, aber jetzt, heute, möchte ich doch eine etwas höhere Deckkraft haben. Ich denke, das geht euch allen auch so, wenn es so um Weihnachten geht oder so, ne, dass man sagt, ich möchte vielleicht auch ein bisschen, dass das Make-up lang anhält und schon da ist. Ne? Also, wie Haut soll es aussehen, aber es soll trotzdem perfekt sein, ne? Oh je, der Primer macht wirklich Würstchen. Also es liegt auch am Primer. Ich merke das jetzt wirklich ganz extrem gerade. Das ist schade. Das finde ich wirklich schade. Und ich habe jetzt ja 2 Pumpen über aufgegeben. Der Fleck ist noch nicht weg. Es dauert doch eine ganze Weile, die Foundation jetzt einzuarbeiten. Was zum einen an der Textur liegt. Also sie ist schon recht trocken, so von der Art und Weise, wie sie ist. Ne? Und es liegt auch an der Deckkraft. Also ich finde irgendwie wird sie... Also man muss schon Zeit investieren, um das Ganze dann ebenmäßig auch hinzukriegen. Aber an und für sich, wenn ich mir das jetzt so angucke, ist es vom Finish eigentlich ganz schön. Ne? Also du hast noch einen zarten Glow, der durchkommt, was ich sehr angenehm finde. Es ist dann wirklich tatsächlich flawless. Es ist eine Medium-Deckkraft. Ich habe jetzt 3 Pumpstöße auf mein Gesicht gegeben, aber halt auch auf den Hals, ne? Also runter verblendet. Dementsprechend würde ich sagen, 2 Pumpstöße im Gesicht reichen dann normalerweise. Funktioniert aber nicht so gut mit dem Primer zusammen, wie ich mir gehofft habe. Das ist schade. Aber ansonsten, die Foundation finde ich schön und die werde ich tatsächlich auch im Sommer sehr, sehr gerne verwenden. So, um mich dann noch etwas mehr Simpson-mäßig zu machen, werde ich mir jetzt noch den entsprechenden Concealer aufgeben. Das ist auch, der Born This Way Concealer. Conceal, Contour, Highlight, Retouch ist auch die Farbe Vanilla. Der wird jetzt auch ausgetestet. Multi-Use Sculpting Concealer. Super Coverage. Ja, da bin ich ja mal gespannt, ne? Okay, wir haben ein großes Füßchen. Auch wieder leichter, dezenter, frischer Geruch. Ich versuche das jetzt erstmal in der üblichen Menge, wie ich Concealer so verwende. Nämlich sehr wenig. Okay, wow. Der ist wirklich denkend, ne? Da habe ich ruckzuck meine Augenschatten weg. Jetzt hoffe ich nur, dass er mir nicht in die Fältchen kriegt. Das wäre blöd. Ich habe noch nie von denen auch so Base-Produkte verwendet, ne? So Creme-Produkte. Aber der Concealer gefällt mir richtig gut. Ich habe jetzt wirklich nur jeweils 3 Punkte so ganz dezent genommen. Das sieht richtig toll aus. Und ich versuche jetzt mal, hier dieses Gedöns abzudecken. Oh ja, komm. Man macht es auf jeden Fall weniger auffällig. Auch wenn ich das jetzt so im Display sehe, finde ich, sieht das alles ganz gut aus. Und ich finde auch von der Farbe her geht es klar. Ne? Also ich denke, ja, komm, kannst du auch im Winter tragen, muss ich dann nur ein bisschen runterblenden und dann halt noch entsprechend Puder und Co. verwenden. Apropos Puder und Co. Als Puder habe ich hier das Born This Way Puder Translucent Powder. Ich glaube, das hat keine Farbe. Ja, das ist halt ein loses Puder, ganz einfach. Ne? Da gebe ich mir immer was in den Deckel rein. So schaut es aus. Also wirklich ein ganz feines, tolles Puder. Ich liebe es. Ich finde es wirklich toll und habe das auch in meiner Daily Make-up Routine, wenn ich mich schminke, mit drin. So, dann werde ich erstmal mit dem Schwämmchen das unter meinen Augen verwenden. Ich werde zwar nicht baken, aber damit kannst du dann einfach besser den Concealer setzen. Du kommst da einfach viel präziser an die untere Augenpartie. Deswegen mache ich das sehr, sehr gerne mit dem Schwämmchen. Und den Rest verteile ich mir einfach locker im Gesicht. In Kombination mit dem Puder sieht das alles schon richtig, richtig hübsch aus, finde ich. Sehr ebenmäßig, sehr perfektioniert. Ne? Also das ist schon eine coole Base jetzt. Ja, ich sehe jetzt nicht tot aus, also jetzt nicht zu hell. Ich sehe ein Tick zu dunkel aus, aber es gefällt mir. Ja. Gehen wir weiter und zwar habe ich hier 2 Bronzer tatsächlich. Also es ist der gleiche Bronzer, aber in 2 verschiedenen Farben. Das ist der Milk Chocolate Soleil Bronzer und der Chocolate Soleil Bronzer. Den Chocolate Soleil Bronzer, den kann ich tatsächlich nur im Sommer verwenden, weil der schon sehr arg dunkel ist. Ne? Also zart zum Konturieren kann ich den nehmen oder halt im Sommer wirklich, wenn ich allgemein etwas dunkler bin. Und dann habe ich hier noch den Milk Chocolate Soleil, den benutze ich einfach irre gerne und irre häufig. Den finde ich einfach großartig und deswegen werde ich ihn jetzt natürlich auch verwenden. Hat einen Spiegel mit dabei, riecht wundervoll. Also das ist echt, also vom Duft her, dieser süße, auch wenn du es einatmest, ne, wenn es so hochpudert quasi. Ah. Der ist einfach schön und der ist sehr sanft und du kannst ihn einfach
viele Hauttypen können den tragen. Also ich habe das auch schon von dunklen Hauttypen gehört, dass sie den tatsächlich tragen. Und ja, deswegen, ne? Also wirklich ein Bronzer, den ich euch echt ans Herz legen kann. Hinterm Ohr auf jeden Fall auch noch, um halt irgendwie die Illusion zu geben, das wäre natürlich. Außerdem gehe ich dann noch einmal kurz mit dem Pinsel rein und gehe so über meine Nase. Einfach irgendwie, um so ein bisschen Natürlichkeit noch mit reinzubringen, dass du halt nicht nur außenrum so ein bisschen braun bist, sondern irgendwie doch im Gesamten. Ne? Aber da gibt es ja keine Richtlinien für. Hauptsache, das sieht aus, wie man es haben will. Kommen wir nun zum Blush. Da habe ich hier ja diesen Schneemann quasi, dieses Schneemann-Set, wo ich euch auch schon einen Look mitgeschminkt habe. Und da habe ich im, ich glaube, das ist der Bauch oder der Oberkörper, Brustbereich quasi, vier verschiedene Blushes. Das ist Snowkissed, Pink Christmas, Merry and Bright und Christmas Dream. Das sind vier verschiedene Blushes, beziehungsweise, ja, die oberen beiden würde ich eher als Blush-Topper nehmen oder als, ich weiß es nicht. Also ich versuche jetzt mal Snowkissed mir ganz vorsichtig als Blush aufzugeben, aber ich glaube, der wird mir zu zart sein. Ja, der ist mir definitiv zu zart, weil man die ungefähr gar nicht sieht. Gut, dann gehe ich jetzt einfach mal in diesen Merry and Bright rein. Das ist dieser Peach-Ton hier unten. Oh, der hat schon was drauf, ne? Der hat schon richtig was drauf. Ich habe hier tatsächlich so eine Ecke in meinem Haar. Da blende ich sowas dann auch immer ganz gerne noch mit rein. Einfach, damit das irgendwie alles in einem Übergang ist, irgendwie zusammengehörig aussieht. Und man nicht da halt hier irgendwie eine Stelle hat, wo man quasi nichts drauf hat, aber dafür dann hier, das sieht dann auch irgendwie bekloppt bei mir aus, finde ich. Aber letztendlich, man muss sowas, oder wo man Blush aufträgt und wie man Blush aufträgt, muss man immer an der eigenen Gesichtsform oder an die eigene Gesichtsform anpassen. Und wie einem das halt einfach ganz persönlich gefällt, ne? Das finde ich auch immer sehr wichtig, dass man da jetzt nicht irgendwie sagt, oh, Claudis Welt, die hat den aber nur hier aufgetragen. Deswegen muss ich den auch da auftragen. Probier dich einfach, mach einfach und dann guck, wie es schön aussieht. Schmink dich vielleicht ein paar Mal und irgendwann hast du es so, wie es dir gefällt, ne? Man kann natürlich jetzt als Blush-Topper den Pink Christmas drüber geben, alleine vom Namen her, ne? Das ist dieser hier, den finde ich auch schön und den gebe ich mir auch ganz zart drüber. Natürlich kommt da auch noch gleich Highlighter hin, aber einfach so als Übergang zwischen Highlighter und Blush kann man diesen Pink Christmas dann ganz gut aufgeben und hat dann hier schon mal so einen shiny Shine. Und dann statt von Highlighter gebe ich mir heute mal auf die Bäckchen diesen Pink Christmas. Ich finde, an Weihnachten darf es auch ein bisschen mehr Blush sein, ne? Ich meine, weiß ich nicht, da ist man festlich, da ist man dann irgendwie, ne, man lächelt viel und dementsprechend möchte man die lächelnde Partie auch etwas betont haben. Nicht ohne Grund haben diese ganzen Elfen auch immer so rote Viecher da auf den Wangen. So, genau, so viel zu Blush, das mag ich sehr, sehr gerne. Man kann dann noch mal mit diesem Rest vom Pinsel nochmal über die Nase gehen. Mache ich einfach ganz gerne. Möchte ich jetzt schon Highlighter auftragen? Ja, warum eigentlich nicht? Also da habe ich auch verschiedene. Einmal habe ich hier auch aus diesem Schneemann-Set den Angel Wings Highlighter. Das ist so ein schöner Champagnerton. Diesen hier, der Love Light, You Light Up My Life. Den habe ich aus einem Trash-Paket. Der ist richtig schön gold. Und dann auch ein Herzchen, das habe ich für meine Oma geschenkt gekriegt. Love Light, Blinded by the Light. Der ist etwas heller. So schaut der aus. Ich nehme Omas Highlighter. Komm, ich nehme den hier. Den kühleren, den Blinded by the Light. Bin ich jetzt mit dem falschen Pinsel reingegangen? Egal, ich habe jetzt den gleichen von eben auch. Ja, da brauche ich einen. Da brauche ich aber einen Highlighter-Pinsel. Ich will es doller haben. Geh da schön rein. Richtig derbe gerne. Und setze mir den dann hier so hin. Ja. Der ist einfach schön, ne? Der macht so einen nassen Glow. Sehr erwachsen tatsächlich. Dann blende ich das so über den Augenbrauen weiter aus. Die Nasenspitze. Auf der Nase, dann mache ich das so zwischen den Augenbrauen, Lippenherz, unter der Lippe und das Kinn ein ganz kleines bisschen. Ja, ne? Das mag ich sehr, sehr gerne. Oma, das hast du super ausgesucht. Okay, ja, Augenbrauen habe ich leider nicht von Too Faced, das heißt, da verwende ich das Augenbrauenprodukt, was ich immer verwende. Von Dr. Pierricot ist das hier mein Augenbrauenstift und ja. Der löst sich schon wohlgefallen auf, weil ich ihn ständig benutze. Kommen wir nun zum Herzstück des ganzen Videos. Ich hatte einige Too Faced Paletten hier zur Auswahl, die ich hätte nehmen können. Das wäre hier einmal die Sugar Cookie Palette, die ich richtig geil für den Alltag finde. Also die ist großartig, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Aber ich glaube, das war eine Limited Edition. Diese kleinen gibt es immer ja nur eine begrenzte Zeit. Dann ja, den Bauch von dem Schneemann.
ist dieser hier. Hatte ich ja auch schon mal mit euch verwendet. Richtig klasse. Gefällt mir auch richtig gut. Die hier werde ich, glaube ich, gleich verwenden. Das ist die Too Faced Gingerbread Extra Spicy Palette. Damit habe ich noch gar keinen offiziellen Look, sage ich mal, geschminkt. Sind aber wieder großartige Töne. Und das ist Weihnachten, ne? Die wird auch gleich genommen, genau. Finde ich super süß. Die Chocolate Gold Palette, richtig klasse. Finde ich auch echt schön. Toll pigmentiert, richtig heftig. Und also die, oh, oh, ist einfach ein All-Time-Favorite. Ach, und sie riecht gut. Ich mag die einfach. Dann habe ich ja noch als letzte Palette die Too Faced Sweet Peach Palette, die ich auch richtig geil finde. Ja, ne, auch das wieder toll pigmentierte Farben. Sind mir ein paar zu wenig Schimmertöne tatsächlich drin. Also, ne, hätte ich mehr helle Schimmertöne gebraucht. Wobei mit dem hier kannst du eigentlich alles andere auch aufhellen. Egal, richtig geile Palette. Aber wie gesagt, wir machen jetzt heute hier die Gingerbread Extra Spicy auf die Augen. Und in diesem Video kannst du eine Palette gewinnen, die quasi an diese Chocolate-Paletten angelehnt ist, nämlich I Heart Revolution, die Honey-Palette. Die gibt es in diesem Video zu verlosen. Was du dafür tun musst, sage ich dir gleich. Weiß ich noch nicht. Überlege ich mir noch. Ups. So, wir starten mit der 24 Hours Plus Anti-Crease Shadow Endurance. Den packe ich mir hier ein bisschen hin. Arbeite das mit meinem Center Essence Pinsel ein. From Center with Love ist, glaube ich, die, oder heißt die Kollektion. Mit dem Finger festwappen, beziehungsweise dann nochmal so ein bisschen einarbeiten, verteilen, wie auch immer. Kann man auch mit einem Beauty-Schwämmchen machen, aber ich mag es mit den Fingern zu arbeiten. Mit Vanilla Wafers werde ich jetzt mal Lidsetten. Das bewegliche Lid und das unbewegliche. Plenty of Dove mache ich mir in meine Lidfalte. Beziehungsweise ein bisschen drüber, weil ich ja eine, ja, ein bisschen ein Schlupflid habe. Butter. Butterzart. Und direkt von alleine ausgeblendet. Voll schön. Gingerbread Glam vertieft meine Lidfalte. Schreib mir doch mal, um am Gewinnspiel teilzunehmen, unten in die Kommentare deine Lieblingsfarbe. Ich blende auch hier oben nochmal so ein bisschen die Kanten aus, um das Ganze etwas softer zu haben. Und nimm dafür auch den Ton von der Base einfach wieder und auch den Verblenderpinsel von eben. Einfach um da sanftere, geschmeidigere Übergänge zu haben. Es ist Weihnachten, deswegen darf man auch etwas Außergewöhnlicheres machen. Deswegen werde ich jetzt mal versuchen, mir eine Cut Crease zu ziehen. Das mache ich hier einfach mit meinem Concealer, den ich ja eben schon verwendet habe. Und versuche mal mein Glück. Das sieht ganz schön heftig aus, aber ich probiere immer mal wieder gerne was Neues aus. Cookie Cutter kommt dann dementsprechend in den inneren Augenwinkel, also quasi nach innen hin rein. Den muss man ordentlich schichten, ohne was drauf zu kriegen. Aber es geht. Da kommt was. Geduld, Geduld. Lick the Spoon kommt dann daneben. Und Half-Baked kommt dann natürlich daneben noch mit hin. Nicht wundern über die Hintergrundgeräusche, mein Freund ist gerade am Backen. Oh, ich liebe dieses Gold. Oh mein Gott, ist das schön. Und ganz außen gebe ich mir Spicy Miami auf. Ja, ich liebe es einfach, viele verschiedene Töne zu verwenden in einem Look. Es macht einfach Spaß. Ich nehme mir wieder Gingerbread Glam, das ist ja der dunkle Verblendeton von eben. Und verblende ich hier nochmal kurz ein bisschen oben drum, so wie Plenty of Dove, um hier oben nochmal kurz zu verblenden. Gingerbread Glam, was ich hier in der Lidfalte auch schon ein paar Mal verwendet habe, nehme ich auch für unter meiner Wasserlinie oder auch für meinen unteren Wimpernkranz. Und die Farbe, die ich hier habe, ziehe ich mir auch noch ein bisschen in meinen inneren Augenwinkel rein. Das ist Cookie Cutter. Keksschneider. Das kann man auch hier so ein bisschen noch unter den unteren, unter den Augenbrauenbogen setzen. Ich habe überhaupt kein Fallout. Krass, oder? Mich beeindruckt sowas. Ich überlege ernsthaft, mir so einen leichten Eyeliner mit Lidschatten zu ziehen, weil ich habe keinen Eyeliner von Too Faced, leider. Ja, dann nehme ich Cookie Corn, das ist dieser hier.
und nehme so einen ganz, ganz dünnen Pinsel. Den sprühe ich aber noch, glaube ich, an. Aber ich versuche sie erstmal trocken, den aufzutragen. Ganz vorsichtig. Ja, den muss ich ansprühen, ne? Das geht ja voll gut. Hätte ich nicht gedacht, ne? Finde ich gerade voll geil. Ich glaube, einen Wing kriege ich damit nicht, oder? Wow. Die kann ich sogar jetzt so ganz soft ausblenden, damit es so irre natürlich aussieht. Oh, das ist ja voll schön. Das mag ich. Werde ich, glaube ich, demnächst mal häufiger machen. So lernt man auch im eigenen Make-up-Tutorial mal ein bisschen was dazu. Juti, ich bin vollkommen in love mit dieser Palette. Oh, ist die schön. Und die hat ja noch so viel mehr Potenzial, ne? Also du könntest ja theoretisch, also ich meine, die schreit ja nach Warm Tones, aber du hast ja noch diesen dunkelblauen Ton, den könnte man auch noch voll schön machen und den pinken Ton. Aber das ist jetzt erstmal der Look, den ich Weihnachten damit schminken würde, weil ich das echt schön finde. It's time for Fix Everything. Da nehme ich mein Fixing Spray Hangover 3 in 1. Damit kannst du primen, setten und dich über den Tag verteilt immer mal wieder refreshen. Ah, schön. Oh, das ist angenehm. Ein angenehmes Gefühl auf der Haut. Das riecht so gut. Dann noch einmal kurz mit dem Beauty-Schwämmchen so drüber gehen, um Pünktchen wegzumachen und um Gesichtshärchen hinzulegen. Hast du Gesichtshärchen? Ich habe ziemlich viele Gesichtshärchen. Ich epiliere ja auch immer meine Oberlippe und ziemlich viel in meinem Gesicht wird epiliert tatsächlich, weil ansonsten hätte ich echt ein Problem. Ja. Als Mascara habe ich 3 Stück. Das ist einmal die Damn Girl Mascara, die werden wir gleich auch zusammen verwenden. Und dann habe ich noch die Better Than Sex Mascara ja, in der normalen Variante und auch in der Waterproof Variante. Ja. Die sind jetzt beide noch verschlossen, deswegen verwende ich die Damn Girl Mascara. Das Bürstchen von dieser Mascara ist wirklich überwältigend, ne? Also das ist riesengroß und ja, könnte einem Angst bereiten. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Jo, also ich trage meine Mascara ja tatsächlich auch immer in 3 Schichten auf. Und so finde ich für mich einfach, das ist das schönste Ergebnis. Und ich mag sie. Ich mag sie richtig gerne. Das sieht jetzt alles wirklich sehr glänzend und sehr festlich aus. Und die Augen strahlen richtig krass. Also ich finde es auch mit der Cut Crease heute mal ganz cool. Das ist einfach mal was anderes. Und jetzt fehlen nur noch die Lippen im Prinzip. Und da habe ich hier von Too Faced einen Lipgloss. Auch wieder ein glänzender, ne? Grin and Bear It ist da tatsächlich die Farbe. Ich finde, dass es ja, jetzt zu dem ganzen Glamour und glänzenden Gedöns in meinem Gesicht sehr gut passt. Die Farbe ist jetzt nicht so ultra Farbmatch mit dem Augen-Make-up, aber um ehrlich zu sein, ist es das einzige Lippenprodukt, was ich von Too Faced besitze und dementsprechend benutze ich das hier auch. Ja, Leute, das ist tatsächlich der fertige Look. Mir gefällt die Base, mir gefällt einfach wie... Ach, wie glänzend das alles aussieht, ne? Das sieht schon alles sehr weihnachtlich, sehr festlich aus. Ich habe Gold auf den Augen. Ich habe irgendwie, ich strahle und mir hat es gefallen. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Und wenn dem so ist, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!